Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, das war eine überragende Reise. Wir wollten ja auf dem Weg in unser Trainingslager nach Österreich noch gegen einen guten Gegner spielen. Jetzt haben wir einen Top-Gegner erwischt mit Zenit St. Petersburg und sind dafür auch noch nach St. Petersburg gereist. Also das war ein richtig guter Ausflug, eine ganz gelungene Mischung aus einem Top-Testspielgegner mit einer guten Leistung unserer Mannschaft und einer Teambuilding-Maßnahme mit ganz früh aufstehen und dann am selben Tag noch spielen und sich mal mit einer Stadt beschäftigen, die vorher noch keiner kannte. Also eine rundum gelungene Sache. Sportlich gesehen hat es auch absolut seinen Sinn und Zweck erfüllt. Gestern ein gutes Spiel gegen natürlich einen sehr guten Gegner in einer tollen Atmosphäre. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Man hat gesehen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben aber auch gesehen, dass wir noch Dinge verbessern müssen. Wir haben immer wieder Phasen im Spiel gehabt, wo wir Chancen zugelassen haben, wo wir das Heft so ein bisschen aus der Hand geben. Aber insgesamt glaube ich, auch um sich kennenzulernen, auch vom Charakter her, so vom Teambuilding, glaube ich, ganz wichtig, diese Phase. Ich fand den Auftritt unserer Mannschaft gut. Wir haben ja auch gegen Zenit St. Petersburg komplett durchgewechselt, haben die Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett ausgetauscht. Ich fand den Auftritt gut und mutig. Ich glaube, dass wir noch Luft nach oben haben, was den letzten oder vorletzten Ball betrifft. Die Präzision in der Offensive, die fehlt sicherlich noch. Aber wir haben ja 7 neue in der Mannschaft und die müssen sich alle erst finden. Ja, jetzt war das Spiel wichtig. Jetzt machen wir uns Gedanken über die Ausrichtung des Trainings, was wir körperlich machen müssen, das wissen wir. Jetzt gilt es, die taktischen Defizite aufzuarbeiten im Stellungsspiel, im gemeinsamen Vorschieben, im Pressing, einfach die Lücken besser zu schließen, genauso nochmal im Freilaufen, auch im Spiel nach vorne, nochmal im Spielaufbau besser, korrekter, einfach genauer zu werden und natürlich im Abschluss. Wir haben in allen Spielen bisher Tore liegen lassen, Chancen liegen lassen und da gilt es jetzt auch nochmal präziser zu werden, an der Genauigkeit zu arbeiten. Reich, prachtvoll, freundlich, also eine sehr einladende Stadt und dann natürlich mit der Mischung mit dem Wetter, mit dem schönen Wetter, mit der Sonne, es ist wunderbar und die Eindrücke waren toll. Keiner von uns, keiner aus unserer Delegation war vorher jemals in St. Petersburg. Ja, erstmal beeindruckend die Stadt, haben heute eine Stadtrundfahrt gemacht und wirklich die Kultur, das Leben hier, die Stadt einfach zu sehen, ist wirklich sehr beeindruckend, hatte man keine Vorstellung, glaube ich, von wie hier das Leben ist. Es ist lebhaft, sie beschäftigen sich miteinander und das ist immer ein gutes Zeichen und ich glaube, dass da was zusammenwächst. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.